Hallo ihr Lieben, heute machen wir gegrillte vegetarische Couscous-Spieße und dazu einen Tomaten-Ananas-Brotsalat. Und wir fangen jetzt an mit den Spießen. Dazu nehmen wir als allererstes die Paprika, die haben wir vorher abgeschält. Die schneiden wir in ganz, ganz feine Würfel. Für die Couscous-Spieße müsst ihr wirklich darauf achten, dass alle Zutaten sehr fein geschnitten sind, damit die nachher beim Grillen nicht auseinanderfallen. So, rote Paprika. Dann Gurke, ein Drittel reicht. Und ihr schneidet die einfach bis zum Kern, bis das ihr einen Stand habt. Dann wendet ihr die Gurke, schneidet weiter. Weil das Kerngehäuse, das kann schon mal leicht bitter sein. So. So. Dann haben wir hier bereits unseren Couscous vorbereitet. Das heißt, wir haben wenig Gemüsefond, Bitburger Premiumpilz aufgekocht, mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und dann natürlich den Couscous einfach nur 5 bis 8 Minuten ziehen lassen. Den geben wir jetzt dazu. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kichererbsenmehl zur Bindung. Dann ein Eigelb. Würzen das Ganze mit Pfeffer. Und Salz. Jetzt verrühren wir das Ganze. Das Ganze soll nachher relativ kompakt sein. So. Dann haben wir bereits die Holzspieße in Wasser eingelegt, dass sie uns nachher beim Grillen nicht verbrennen. Sehen wir gerade. Eine Portion Couscous. Wir machen jetzt 4 Spieße. Macht ihr einfach so kleine Bällchen. So. Wäre natürlich schön, wenn die Spieße einigermaßen gleich groß sind, weil dann grillen diese natürlich auch gleichmäßig nachher auf dem Grill. So. Couscous haben wir jetzt vorbereitet. Dann haben wir hier Panko-Brösel. Das ist ein asiatisches Paniermehl, ist besonders knusprig. Und damit bekommen wir nachher diesen besonderen Crunch an unsere Spieße. So, Couscous. Einfach andrücken. Einfach dann der Länge nach schön umschließen. So, und auf die Brösel legen. Entweder ihr wälzt jetzt einfach die Spieße noch mal so ein bisschen in den Brösel oder könnt auch die restlichen Brösel nehmen, um noch mal darüber zu streuen.
Spieße sind jetzt vorbereitet. Für unseren Brotsalat nehmen wir unser Ciabatta. Schneiden das einfach in 1 cm dicke Scheiben. Wir netzen das Ganze mit ein bisschen Olivenöl. So. Und dann können wir unsere Brotscheiben schon mal vorgrillen. Das geht relativ schnell. Die brauchen vielleicht 2 bis 3 Minuten von jeder Seite. Einfach, dass unser Brot nochmal besonders knusprig wird, weil das schneiden wir nachher in Würfel. Ebenso geben wir jetzt unsere Couscous-Spieße auf die direkte Hitze. Dazu fetten wir einmal den Grill ein. Und die Spieße brauchen jetzt ca. 6 bis 8 Minuten auf dem Grill. Zwischenzeitlich natürlich euer Brot nicht vergessen, weil das geht wirklich sehr schnell. Jetzt bereiten wir unseren Brotsalat vor. Das heißt, wir haben hier ein bisschen weißen Balsamico. Bitburger Premium-Pilz. Ein bisschen Ahornsirup. Und würzen das Ganze natürlich mit Salz und Pfeffer. Für unseren Salat brauchen wir jetzt ein Stück Ananas. Ihr könnt auch gerne eine Baby-Ananas nehmen. Den Strunk, den entfernen wir natürlich, weil der ist immer ein bisschen härter wie das Fruchtfleisch selbst. Und das macht dann nicht so viel Spaß. Dann einfach in fingerdicke Stücke schneiden. So. Dann haben wir noch ein bisschen Frühlingslauch. Das schneiden wir auch einfach in grobe Ringe. Und natürlich bunte Tomaten. Aber dabei das Brot nicht vergessen. So, die Tomaten einfach nur je nach Geschmack halbieren, vierteln. Solltet ihr mal größere Tomaten haben, könnt ihr die aber einfach auch in grobe Würfel schneiden. Mmh, ein wunderbar sommerlicher Salat. Machen wir noch einen Stangen Frühlingslauch dazu. Und was jetzt noch fehlt, ist das Brot. Zwischenzeitlich kann man auch mal nach den Spießen schauen. Die könnt ihr gegebenenfalls noch einmal drehen. Ja, perfekt.
Sehr schön. Jetzt würfeln wir noch das Brot. Einfach auch ganz grob. Schneidet das Brot nicht zu klein. Ansonsten saugt es nämlich die ganze Vinaigrette auf. Pfeffer. Jetzt warten wir noch 3 bis 4 Minuten, dann sind unsere Spieße fertig und dann können wir anrichten. Dann haben wir jetzt den Brotsalat, den schön marinierten. Jetzt natürlich unsere Spieße noch dazu. Ein bisschen Pfeffer. Und wenn ihr habt, noch ein paar frische Kräuter. So. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachgrillen dieses Rezepts.